Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier und willkommen zur mittlerweile sechsten Folge von Classic Draft. Letztes Mal konnte ich Johnny zum Glück besiegen und auf 3-2 rankommen, was super gut ist. Und heute öffnen wir das nächste Set und zwar Legacy of Darkness. In dem Set sind wirklich, wirklich viele starke Karten drin im Vergleich zu vorher. Sachen wie Yatta Garuso, Injection, Fairy Lily, Exile Force, Dunkler Herrscher, Hades und so weiter und so weiter. Da kommen noch einige. Das ist super, super cool. Deswegen, ich bin sehr gespannt und hoffe, dass wir was Geiles ziehen können. Ich habe aber noch das Glück, dass ich durch meinen Sieg letztes Mal noch 5 Packs aufmachen darf vom letzten Set. Auch wenn das ja leider nicht so gut war. Aber die Chance auf einen reißenden Tribut oder noch einen Gimini Elf oder magischen Zylinder ist da. Also nehmen wir gerne mit. Und ja, ich will jetzt gar nicht so lange labern. Lasst mir auf jeden Fall gerne Like, Kommentar und Abo da. Und ich würde sagen, lasst uns einfach direkt loslegen. So, im ersten Pack haben wir nichts Spannendes, finde ich. Im nächsten Pack auch leider, ja, wobei Kyoko the Ghost Destroyer, der ist glaube ich cool. Was konnte der nochmal? Sachen vom Grave Banishen, 1800 Angriff, geil, den nehmen wir mit, der ist super. Also, why not, ne? Der Revival Jam ist halt irgendwie eine coole Karte, ne? Ich glaube nicht, dass der es ins Deck schafft, aber ich überlege mal beim Deckbau gleich, ich überlege mal auf jeden Fall. Ich meine, es ist ganz cool, dass er sich halt zurückholen kann, indem er 1000 Lebenspunkte opfert. Hat schon recht hohe Kosten, aber wenn man irgendwie mal ein Tribut braucht für den nächsten Zug oder so, also ist schon nicht schlecht, ist schon echt nicht schlecht. Und im letzten Pack, nee, leider keine der richtig geilen Karten dabei, aber vor allem den Ghost Destroyer, der ist gut, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Sachen von Johnny's Grave Banishen kann richtig stark sein, deswegen super. Gucken wir noch mal kurz für die Highlights, aber so richtige Highlights gab es jetzt wie gesagt nicht. Er halt wirklich super. Er cool, einfach coole ikonische Karte. Ich sag nur Sliper, richtig geil. Ja, aber also hätte schlechter laufen können, aber jetzt gehen wir mal zu den richtigen Packs. Leute, willkommen zurück. Beim letzten Mal habe ich leider verloren, aber wir versuchen das natürlich heute zu ändern mit 24 neuen Packs. Dieses Mal Legacy of Darkness, eins der, ja, Sets, die am meisten verändert haben, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall Yatta Garuso drin, eine der ersten Karten, die verboten wurden. Super generische Karte. Wenn wir den ziehen, wäre natürlich witzig, auch wenn wir mal gucken müssten, ob wir den Yatta-Lock auch hinbekommen, aber Yatta Garuso, super geile Karte. Die anderen Spirit-Karten natürlich kacke, aber wir gucken jetzt trotzdem mal rein. Los geht's. Ja, hier, die Spirit-Karten, die sind hier natürlich auch drin. Finde ich persönlich irgendwie total cool, ist nicht besonders stark, glaube ich, vor allem hier, aber wir gucken mal, wenn wir richtig coole Spirit-Sachen ziehen würden, wäre das vielleicht eine ganz lustige Option zu spielen. Die A-Forces ist eigentlich auch eine ganz gute Karte, wenn man ein Krieger-Deck spielt, weil alle Krieger, glaube ich, 300 ATK-Push bekommen, was cool ist. Ja, aber sonst jetzt kein krasses Highlight, finde ich. Genau, im ersten Set schon direkt einige Spirits drin. Wir haben Inaba, White Rabbit und Great Long Nose. Tatsächlich habe ich keine Ahnung von den ganzen Spirit-Monstern. Interessant das erste Pack, aber im Endeffekt dann doch alles ziemlich schlecht. Oh, ich weiß nicht, ob wir sie unbedingt spielen werden, aber Reinforcement of the Army ist eine super starke Karte, eine Search-Karte. Also, wenn wir auch nur halbwegs solide Krieger haben, Stufe 4 oder niedriger, und ich denke, die werden wir haben, dann ist die super. Cool, cooler Pull. Ryo Senshi, eine Fusionskarte, könnten wir uns mal angucken. 2000 Attack, braucht Digraffa, 1800 ATK, Vanilla Monster, soweit ich weiß. Wenn wir den ziehen, wäre cool. Wir haben zwar genug 1800er, so ist nicht, aber
dann könnten wir vielleicht die Fusion spielen mit Spirit Ryu. Das ist der Drache, glaube ich. Ist es eine Negation? Das ist eine Negation. Also, er kann nicht von Spells getargetet werden, was cool ist. Und er negiert Fallen. Und zwar nicht once per turn, weil damals once per turn ja völlig überbewertet war. Geil. Vor allem für die ganzen wirklich starken Fallen, die Frank hat. Also, ich meine, er hat alleine ein Playset von dieser Michisure, oder wie die heißt. Diese komische Destroy One Monster auf dem Feld. Dagegen wäre der geil. Also, und damit rechnet Francis Gaming niemals, dass wir Ryo Senshi spielen. Das überlegen wir uns mal. Oh, nice. Für mich ein kleines Highlight hier. Und zwar der Mysterious Guard. Der ist so ähnlich wie Hanehane, nur ein bisschen besser. Und gleichzeitig ein bisschen schlechter, weil er kann nur offene Monster zurückgeben. Aber diese offenen Monster werden sogar aufs Deck zurückgelegt, wenn ich mich nicht irre. Mega stark. Den würde ich gerne noch ein paar Mal öfter ziehen. Der ist super. Und der ist eine Common, also die Chance ist da. Sehr, sehr cool. Partisan der Dunkelheit, richtig coole Karte. Solange er auf dem Feld ist, wählt ihr die Angriffsziele eures Gegners. Man kann allerdings nicht den Gegner sich selbst angreifen lassen. Ich weiß nicht, wer von euch Yu-Gi-Oh! Früher so gespielt hat. Also ich weiß, dass auf dem Schulhof ganz viele damit cheaten wollten und sagen wollten, ja, also ich kann ja sagen, was du angreifst. Du greifst dich jetzt selber direkt an. Das geht natürlich nicht. Es gehen nur richtige Targets, und zwar nur von eurer Spielfeldseite, solange ihr was habt. Also, ja. Oh Mann, krass. Die Karte ist jetzt natürlich noch nicht so gut, aber Royal Oppression ist eine komplett dumme Karte. Ich glaube, es ist, dass man für den Preis von 800 Lebenspunkten eine Special Summon des Gegners verhindern kann. Auch jetzt schon nicht schlecht auf jeden Fall. Die Karte ist auch heutzutage natürlich verboten, weil der Gegner kann einfach nichts machen. Ich gucke nochmal, ob es wirklich das war, was ich dachte. Oh, jeder Spieler kann das sogar machen. Also der Gegner auch für einen selbst, aber Special Summons sind halt Geschichte, wenn man diese Karte spielt. Mega stark, krasse Karte. Mal gucken, vielleicht spielen wir die. Legendary Ocean, auch cool. Ich liebe total, ich weiß nicht, wann diese Karte rauskommt, aber wie heißt nochmal dieser, so ein Deadlus, glaube ich. Oder Dedalus, irgendwie so dieser Drache, der sagt, wenn du Umi weglegst, zerstöre alle Karten auf dem Spielfeld. Voll geil. Würde ich spielen, wenn wir den ziehen. Mal gucken. Und Legendary Ocean würde halt da in diese Taktik ganz gut reinpassen. Legendary Ocean tatsächlich gilt als Umi. Aber wir haben Tornado Wand letztes Set nicht mitgenommen. Ich meine, wir haben auch nur eine gezogen, aber ja. Oh, super Verjüngung. Sehr cool in einem Drachendeck. War ja auch eine Zeit lang verboten, wegen der Dragon Rulers, meine ich. Coole Karte. Gucken wir uns mal an, ob wir, also je nachdem, wenn wir noch viele Drachenkarten ziehen können, wäre das auf jeden Fall eine Option. Und hier ein Fusionsmonster, was ich mir aber gar nicht angucke, weil wir eh keine Fusionskarten haben. Hier ist Spirit Ryu. Das ist der, den er auch für die Fusion braucht, glaube ich. Hat 1000er Body. Kann Dragon discarden, um 1000er DK bis zur Endphase zu kriegen. Beziehungsweise während der Battlephase zu kriegen. Das ist jetzt nicht überragend, aber es ist ein Schnelleffekt, ja. Was richtig geil ist. Aber ein Schnelleffekt nur während deiner Battlephase. Wenn das während der gegnerischen Battlephase auch gehen würde, wäre geil. Ich meine, ihr müsstet immer noch einen Dragon discarden. Aber Kreaturentausch, das ist eine geile Karte. Okay, die ist sehr, sehr cool. Patrician of Darkness ist ganz cool, weil man die Attack-Targets für den Gegner auswählen kann. Ist okay. Mal gucken. Dark Soul meine ich, war auch interessant. Noch ein Fusionsmonster, der sieht crazy aus. Das ist auch mega geil. Was braucht er als Materialien? Dark Soul und Fortier Wiseman. Fortier Wiseman war dieser Kriegertyp, den ich eben nicht gelesen habe, der mit dem Buch in der Hand. Also wenn wir ein Spell und einen Trap Negator hätten, ja? Und die dann ordentlich, das wäre super witzig. Vor allem, wir haben Fusionstor, also das könnte eine Sache sein. Aber wie dumm wäre das? Ich meine, dass sie nicht once per turn sind, ist halt so dumm. Ich meine, sie kosten immer 1000 Life Points, was halt nur 8 Annullierungen sind. Oder 7, bei der 8 bin ich tot. Aber es ist schon cool. Oh, hier tatsächlich zwei coole Karten drin. Luster Dragon 2 ist zwar von den Werten genauso stark wie unsere amphibische Bestie. Ich finde Drachen aber cooler. Und der Opti-Klops. Finsternis, 1800, gut. Also mir ist nämlich ein bisschen wichtig, jetzt schon auf Licht und Finsternis zu achten, weil spätestens in Invasion of Chaos, wenn Chaos Emperor Dragon und so rauskommen, dann ist es cool, Licht und Finsternis zu spielen einfach. Deswegen 1800 würde wahrscheinlich eines unserer anderen 1800er Monster ersetzen. Nehmen wir mit.
Hier ist Reinforcement of the Army, mega geile Karte. Ich wusste gar nicht, dass sie jetzt schon rauskommt. Search of a Kriegermonster, super gut. Und Stamping Destruction, wenn wir Dragons hätten, genau wie Bursting Breath. Drachen kriegen auch richtig dicken Support hier in dem Set, aber wir haben nur unseren Trihorn Dragon, der ist halt nicht genug so. Hunter with 7 Weapons ist ganz cool. Hier ist Digraffa, genau. 1700 hat er sogar nur. Okay, dann ist er schlechter, als ich dachte. Ja, 1700 ist immer noch so gut wie alle unsere Monster, so, also wie die meisten. Ja. Aber 1800 wäre wesentlich besser. Coole Rare-Karte, Lesser Fiend. Weil er einfach alles banished, was er durch Kampf zerstört. Kann cool sein, kann richtig stark sein. Ja, der Rest ist okay, würde ich sagen. Den hier kenne ich, glaube ich. Das war auch eine krasse Ausrüstungszauberkarte, oder? Es darf maximal 1300 haben, okay. Und es wird nicht durch Kampf zerstört. Das ist ziemlich witzig, muss man sagen. Wenn er keine Spell and Trap Removal hat, dann ist das halt eine Infinity Wall, ne? Okay, wir müssen Spell and Trap Removal mitnehmen wegen dieser Karte. Das ist ja krass. Deswegen war die Karte so gut. Oh, eine Ultra Rare. Und zwar Fred, The Matchless General. Der ist ganz cool. Also Stats sind auch echt solide. Und er annulliert, glaube ich, alle Zauberkarten, die ihn als Ziel wählen. Ist cool. Also wenn die Gegner irgendwie Outs haben oder so, sowas wie Spalt und so, ist der cool. Johnny hat halt nicht so super viel davon, aber why not? Könnten wir mitnehmen. Fiend Skull Dragon. Also es sind viele Fusionen in dem Thema, in dem Set. Er hat auch 2000er Body. Ist wahrscheinlich eine Monster-Effekt-Annullierung, kann das sein? Negate the Effect of Flip Effect Monsters. Aber er kostet keine 1000 Life Points. Das heißt, er ist auch eine Annullierung. Braucht Calf Dragon und Lesser Fiend. Cave Dragon war der 2000 Attacker, glaube ich, aber nicht angreifen kann, wenn du keine anderen Dragons hast oder sowas. Der ist ja ganz cool. Der ist, glaube ich, auch in dem Pack von ihm hier gerade drin. Und Lesser Fiend weiß ich jetzt nicht. Aber Lesser Fiend war auch das Fusionsmaterial für den anderen Typen. Hier, Cave Dragon, genau, 2000 Attack. Der ist ziemlich cool. Und wir könnten die Stamping Destruction Sachen spielen. Aber eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Drachen, Leute. Noch ein Opticlops und was cool ist, der Mysterious Guard nochmal. Der wirklich, wirklich stark ist, aber verdammt, ey, hier sind echt gute Karten drin. Warum ziehen wir nichts davon? Hier ist noch eine Reinforcement. Hier ist Bad Reaction. Das ist diese Heal-Burn-Geschichte. Also wenn der Gegner Lifepoints kriegen würde, kriegt er stattdessen Damage. Ich weiß nicht, ob sie auch andersrum funktioniert. Das wäre natürlich krass für die Lifepoint-Gain durch die Negations. Nein, es geht nur für den Gegner. Okay, schade. Sonst wäre das ziemlich witzig, um Infinite Negations zu haben. Ich meine nicht, dass das zu den 7... Oh, was ich gerade auf der letzten Seite nicht gesehen habe, glaube ich gerade, war bodenlose Fallgrube. Was natürlich eine mega kranke Falle ist, aber im heutigen Play, ich habe die so oft... Und ich glaube, ich spiele die sogar noch einmal in Trap Tricks und ich habe sie gerade einfach überblättert. Ups, ist natürlich mega geil, kommt auf jeden Fall ins Deck. Ist hier was Gutes? Nee, noch ein Fred. Was cool ist, auf jeden Fall, aber... Boah, ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Hier waren wirklich, wirklich starke Karten drin. Auch sowas wie bodenlose Fallgrube und sowas. Also, boah, ey, das... Ich gehe hier nochmal über die Highlights, aber so richtige Highlights, finde ich, hatten wir nicht dabei. Also, noch mit einer der besten Karten, die wir gezogen haben, ist natürlich Reinforcement of the Army. Aber ich hatte eigentlich nicht vor, ein Kriegerdeck zu spielen, so... Scheiße, ey. Also ich bin echt sehr enttäuscht. Das Set war wirklich gut und vielversprechend, aber auch Dunklen Herrscher Hades nicht gezogen. Klar, ich glaube, das war eine Ultra Rare. Aber boah, das wird eng, glaube ich. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben eine ganz coole Karte aus dem Opening mit den 5 Packs gezogen. Auch hier war ja was dabei. Ist jetzt nicht so, als wäre hier nur Schrott gewesen für uns. Aber so der richtige Knaller war nicht dabei. Deswegen, ich sage zu den Karten jetzt auch gar nicht so viel. Klar, Opticlops nicht schlecht. Ja, Mysterious Guard ist, glaube ich, fast mein Highlight aus diesem Set, weil das auch ein sehr, sehr starkes Flipmonster ist. Aber, boah, das ist auch nicht so gut. Oh, noch ein Bottomless Trap Hole. Oh, das ist nice, das ist nice. Wir haben richtig strong Traps hier jetzt. Ich weiß nicht, ob wir die Fusionsmaterialien für unsere Fusionen alle haben. So, das war das letzte Booster. Winged Minion, Fiendplan, nein. Okay, das letzte Booster war jetzt tatsächlich, glaube ich, mit eines der schlechtesten. Ich gucke, ob wir die Fusionsmaterialien alle haben. Für die Roboter denke ich auf jeden Fall.
Für den Unterweltler-Typen, den haben wir, glaube ich, nur zweimal. Ja, weiß ich's nicht. Und wir haben nur einmal den Flip-Effekt-Annullierer, ihn. Aber er ist halt trotzdem cool. Ja, ich bin echt überrascht, dass das Display so geil ist. Ich wusste, dass es geil ist, aber das ist schon mega nice. Zwei Bottomless Trap Holes, Reinforcement of the Army zweimal. Richtig stark. Richtig stark. Ja, seid gespannt auf das Deckbild. Ich setze mich jetzt da dran und bin gleich fertig. Ja, Leute, das ist mein Deck. Luster Dragon 2. Einfach, weil ich den cooler finde als Amphibian, Beast. Auch wenn die Stats minimal schlechter sind, aber Drachen sind einfach geiler. Gimini Elf ist geblieben. Opticlops kam hinzu. Einfach sehr gutes Monster. Finsternis, 1800 Angriff. Deswegen hat er die 1800 Attacker, die vorher drin waren, quasi einfach zum Teil ersetzt. Wir spielen das Mad Tribute Monster und zwar noch zweimal Fred, the Matchless General. Der ist halt echt cool, weil er den Effekt hat, dass Spells ihn nicht wählen können. Oder können schon, aber werden annulliert und zerstört. Das ist echt cool. Dann zweiter Effekt ist irrelevant, weil wir keine guten Krieger haben. Kyoko the Ghost Destroyer, richtig stark. Kann, wenn er den Gegner Kampfschaden zufügt, Monster von seinem Friedhof verbannen. Und der Gegner kann insgesamt keine Karten verbannen. Super stark. Mega geile Karte. Bazoo, der Seenfresser. Props an Johnny Stepps, dass ich ihn reinnehmen durfte. Ich habe ihn letztes Mal gezogen, einfach vergessen. Aber weil Johnny Stepps der gütigste Classic Draft Duellpartner ist, den man sich nur vorstellen kann, habe ich den jetzt in meinem Deck drin, weil er einfach cool ist. Mystic Tomato immer noch, Big Eye, my boy, bester Mann. Immer noch auf 3, einfach super geil noch die Karte. Witch of the Black Forest, Zangan, zu den beiden muss man glaube ich nichts sagen. Neu dazu gekommen, Mysterious Guard. Unnormal gute Karte meiner Meinung nach. Wird glaube ich oft unterschätzt, einfach der Flip-Effekt ist super, super stark. Wenn man noch gute Krieger hätte, wäre der sogar doppelt stark, weil er dann zwei Sachen zurückgeben könnte. Aber auch so ist der schon gut genug. Hane Hane, immer noch sehr gut, deswegen ist er geblieben. Magician of Faith hat mir im letzten Classic Draft quasi das zweite Duell und damit das Match gewonnen. Und ist einfach eine super starke Karte. Immer noch Confiscation. Tatsächlich spiele ich jetzt Nobleman of Extermination auf 3, weil es kommt immer mehr gute Backrow. Ich habe zwar keine davon gezogen in diesem Set, aber ich bin mir sicher, dass Johnny bestimmt was davon gezogen hat. Selbst wenn nicht, kann ich sie halt immer noch rausziehen, aber er hat auf jeden Fall mehr gute Backrow als ich. Und manchmal settet er ja auch Karten wie Schnappstahl oder so. Und wenn wir die damit treffen, ist auch gut. Deswegen spiele ich den jetzt auf 3, damit wir einfach irgendwie diese Sachen loswerden. Aus ähnlichem Grund immer noch die Riesentronade, super stark. Forceful Sentry, noch mega gut, Top der Gear. Tatsächlich Stop Defense aus dem allerersten Set immer noch drin, weil ich auch Angst vor seinen Krügen habe und das sehr gut finde, wenn ich die aufdecken kann, bevor ich irgendwie Monster beschwöre. Fische, also Spalt, auch immer noch mega gut. Unite We Stand, momentan wahrscheinlich die beste Ausrüstungszauberkarte. Und auch als Zauberkarte noch Premature Burial, unnormal stark. Dremmer Michizure, weil jetzt das Match einfach auch mega gut. Die Solemns immer noch, klar. Und Magic Drain habe ich auch aufgestockt auf 3, weil... Ja, auch Raigeki und so sind einfach super stark und ich hoffe, dass wir Johnny damit zumindest Ressourcen entziehen können, beziehungsweise echt sogar die Karten annullieren können. Und immer noch das Horn of Heaven, weil ich es auch sehr gut finde. Extra Deck wieder irrelevant und im Side Deck haben wir einen Opticlops, den Revival Jam, den ich echt überlegt hatte ins Deck zu packen, aber wir spielen momentan zu wenig Tributmonster, als dass es sich wirklich lohnt, aber den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Genau wie Forceful Sentry bringt uns momentan gar nichts, ist aber eine super starke Karte, deswegen nehmen wir die mit. Immer noch ein Ikibio Drugmord. Ich sehe gerade, ich habe auch nur 13 Karten im Side-Deck. Das liegt daran, weil ich zwei spontan rausgenommen habe. Das werde ich natürlich noch schnell auffüllen gleich. Dreimal Disappear. Ich finde die Karte an sich nicht so gut, aber da Johnny relativ viel vom Friedhof zurückholt, ich weiß nicht, ob er das jetzt immer noch machen wird, aber das war bis jetzt immer seine Taktik, ist das halt eine Art Didi Crow. Aber mal gucken, vielleicht zeige ich die auch gar nicht rein. Time Seal, sehr, sehr starke Karte. Habe ich aber erstmal nur ins Side-Deck gepackt, weil wir gar nicht mehr so viel auf Handtrip gehen und klar, die bringt zwar immer noch was, aber mir waren andere Karten erstmal wichtiger, damit wir erstmal den Vorteil überhaupt bekommen. Und Royal Oppression, total dumme, starke Karte, aber es werden momentan noch nicht so viele Special Summons gemacht, deswegen mal gucken. Ja, ich guck mal, was noch ins Side-Deck kommt, aber es wird nichts wirklich Relevantes sein. Von daher hoffe ich, dass wir mit diesem Deck hier Johnny schlagen können und auf 3-3 ausgleichen.
Leute, ich hab's geschafft. Ich habe ein Bild, der mir gefällt, von dem ich denke, dass er richtig geil ist. Wie ihr seht, ich habe eigentlich alles verändert. Unsere ganzen Tribute-Monster sind weg. Unser Shallow from the Grave ist weg. Unsere Speeridioten sind weg. Die ganzen Karten, die ich bisher richtig gefeiert habe und die auch nach wie vor coole Karten sind, sind weg. Und stattdessen ist alles neu. Also, wir können ja mit den Karten anfangen, die geblieben sind. Und das sind natürlich Rageki, Sengen, Witch of the Black Forest. Zwei richtig gute Searcher, die jetzt noch viel besser sind als vorher. Rageki natürlich ein krasses Spell. Pot of Greed, brauchen wir nicht drüber reden. Nobleman, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Swords of the Revealing Light, vor allem um zu stallen, ist jetzt auch noch wichtiger als vorher. Unsere Fusion Gates aus dem Side Deck sind jetzt natürlich im Main Deck. Wir haben Trap Hole behalten, wir haben magische Zylinder behalten, auch Zeitgewinn und super starke Fallen. Wir haben die beiden Jars behalten, die hatte ich zwar erst rausgetan, aber tatsächlich sind sie einfach super gut. Ich meine, er hier ist halt quasi ein Raigeki und gibt dann noch Specials, die uns vor allem was bringen, weil wir die Specials wegfusionieren können. Da der Fusionsraum halt auch vom Feld fusionieren kann. Dann haben wir behalten nur noch Side-Deck-Karten. Upstart hatte ich erst im Deck, aber dadurch, dass die Jars dann reingekommen sind, sind es jetzt 40 Karten, da lohnt es sich nicht, einen Upstart reinzuspielen. Cold Wave für die Backrow, die wir aber hoffentlich negaten können. Imperial Order im Side-Deck jetzt, ja, auch eigentlich aus dem Negation-Grund und weil ihr seht, wir haben unglaublich viele eigene Spells, die jetzt zu benutzen wäre, also Imperial Order jetzt zu spielen wäre ein bisschen dumm. Wir haben Snatch Steal im Side-Deck, nicht mehr Main, da wir keine Tributmonster mehr haben. Das heißt, selbst wenn wir Monster klauen, kriegen wir es nicht mehr so effektiv weg. Und ja, das war's. Unsere beiden dicken Tributmonster könnten eventuell reinkommen, da die größte Schwäche unseres Decks jetzt, glaube ich, die Attack Power ist. Wir kommen nämlich eigentlich nur auf 2000 ATK. Also das ist halt ein Fiend, der hat immer nur 2K. Und er ist ein Warrior, hat auch nur 2K. Mit der Ausnahme, dass wir eine Equip Spell haben, die 800 ATK an Warrior gibt. Und das A-Force, was richtig geil ist, was wir aber leider nur einmal gezogen haben. Die gibt nämlich jedem Warrior 200 ATK für jeden Warrior und Spellcaster, den man kontrolliert. Was einfach übel gut ist, weil selbst wenn wir nur einen Warrior haben, was halt in den meisten Fällen unserer Digraffa sein wird, hat er schon 900, also 1900. Und der Graffa ist halt searchable mit unseren beiden Reinforcements, die ja noch auf 3 ist, was einfach mega geil ist. Wir haben neue Kreaturentausch dazu bekommen, ist im Prinzip wie Snatch Steal, ich gebe es zu, aber wir haben sehr viele schwache Monster, also vor allem Attack Power schwach. Wir haben Ryu, wir haben den Hunter, wir haben Post Soul und die würde ich halt gerne dem Gegner tauschen für was Gutes, um dann drüber zu attacken. Könnte gut funktionieren. Bei Post Soul bin ich mir nicht sicher, Francis hat bisher relativ viele Stufe 3 Monster oder lower. Ich weiß nicht, ob er die jetzt alle raustun wird, weil das sind halt diese Magical Head und sowas. Ich weiß gar nicht, ob er die immer noch hat, aber die sind mir halt in Erinnerung geblieben. Die könnte man damit halt klauen. Keine Ahnung. Sengen hat er auch. Witch of the Black Forest ist 4, aber sein Sengen könnte man damit klauen. Ja, mal gucken. Wir brauchen ihn halt so oder so für die Fusion, also denke ich, dass er nicht schlecht ist. Den Hunter habe ich reingetan, er ist halt ein Krieger und er kann Sachen clearen, weil er sich auf 2000 pusht, von sich aus. Und den Mysterious Guard ist ein Spellcaster. Keine guten Stats, ich gebe es zu, aber Spellcaster halt auch für die A-Force. Und hat einen super guten Effekt, fast wie Pinguin-Soldat. Wenn wir einen Krieger kontrollieren, kann er zwei Targets beim Flip auswählen. Das erste geht auf das Deck des Gegners drauf und das zweite geht auf die Hand. Also sogar noch besser als Pinguin-Soldat eigentlich. Das Ding ist, wenn man keinen Krieger kontrolliert, dann macht er nur den ersten Effekt, also nur oben aufs Deck. Was aber auch schon übel guter Removal ist, um ehrlich zu sein. Wir haben zweimal den Tropfen gezogen. Wie gesagt, der ist halt eine dumm starke Karte. Und dadurch, dass wir diese ganzen Bricks spielen müssen für die Fusionen, wie Ryu, wie Dark Soul, wie den Typen nicht, aber den spielen wir ja trotzdem, und Sengen theoretisch auch, können wir den Tropfen zu denen equippen und uns dahinter verstecken. Wir haben zwei super starke neue Holds. Ist halt, Trap Hole ist halt mega gut. Also Bottomless, muss man sagen, ist insane starke Karte. Auch deswegen gut, dass wir nicht mehr diese Reborn-Strategie fahren, weil, naja, er könnte auch Bottomless Trap Holes gezogen haben. Und wir haben hier noch Ready for Interception, also bereit zum Abfangen heißt die Karte auf Deutsch, glaube ich. Kann einfach einen Krieger oder Spellcaster, den wir oder der Gegner kontrolliert, in verdeckte Verteidigung drehen.
ist ziemlich cool, denke ich, um uns zu verteidigen, aber auch vor allem, um diesen Monk wieder in Death zu drehen, falls er irgendwie in Angriff lag oder sowas. Dann kann man halt zweimal Sachen flippen. Ne? Also wenn er liegen bleibt, dann kann ich ihn in meinem Zug flippen, was auf die Hand zurückgeben und ihn wieder verdecken und dann werde ich halt nochmal was flippen. Sehr, sehr geil. 6 neue Karten im Side-Deck. Stamping Destruction, weil ich denke, dass, wie ich im Unboxing schon gesagt habe, dass Spell and Trap Removal sehr, sehr wichtig wird jetzt. Noch wichtiger, als es vorher war. Wenn Francis auch dieses Heart of Clearing Water ein paar Mal gezogen hat, dann brauchen wir diesen Removal, weil anders kriegen wir die nicht weg, es sei denn, wir haben die Spell Removal, also diese Spell Negation schon auf dem Feld gehabt. Klar, wir haben Card Effect Destruction, aber es ist trotzdem eine sehr gute Karte. Die andere neue Karte ist Blast Boost Chain. Ist ein 500 ATK-Push auf alles, weil ich ja wie gesagt denke, dass das Lack an Attack Power eine Schwäche dieses Decks ist. Könnte man die reinzeiten, um auf mehr Attack Power zu kommen? Klar, 500 sind jetzt nicht so viel, aber der Nebeneffekt ist, wenn Francis Spell and Trap Removal spielt, dann könnte diese Karte auch interessant werden, weil wenn sie geschossen wird, dann kann ich eine Karte auf dem Feld zerstören. Den habe ich eben gar nicht gezeigt. Also negiert alle Spells, die Warriors targeten. Was ganz geil ist bei uns, weil unser Fusionsmonster ist ein Warrior und der Graffa ist natürlich auch ein Warrior. Das Ding ist, dass er auch unsere Spells negated. Das heißt, wir könnten, wenn er liegt, die Graffa nicht equippen oder sowas. Aber naja, müssen wir nur darauf achten. Dafür haben wir dann diese Trap Negation noch als Option, als weiteres Target. Ich denke, dass das ganz cool ist und wir sehen uns im Duell. Ich bin sehr gespannt, was Francis Gaming aus diesem Set gebaut hat. Yeah, yeah, yeah. Also man muss sagen, die Counter-Traps haben das auf jeden Fall... Junge, diese scheiß Counter-Traps. Einfach zu allem No. Ja, no. Wirklich, tut mir auch voll leid. Und dann natürlich auch noch United We Stand, die ich nur auf 1 spiele. Und dann einfach der dumme Zyklop, der einfach die ganze Zeit damit 3000 ATK oder so rumchillt. Was ist das für eine Scheiße? Also man muss auch zugeben, mein Deck ist... Also es ist super cool, finde ich, aber es ist echt schlecht. Ich muss auch sagen, also es ist voll interessant, die Version, die du gebaut hast auf diese Fusion, da habe ich auch null mit gerechnet, finde ich auch voll geil. Das war auch der Plan. Aber es ist halt echt ein bisschen bitter gelaufen, dass, dass ich Handrips oft hatte und... Solemn und so, und da kommt man dann halt nicht so durch, wenn man irgendwie erstmal ein paar Combo-Pieces braucht. Nee, überhaupt nicht, geht gar nicht klar. Also da hätte ich halt eher auf Bodies spielen sollen, aber ich wollte was Lustiges machen. Ey, finde ich auch voll geil. Und, keine Ahnung, ich bin auch dann gespannt, wie es im nächsten Set wird, aber jetzt gerade, und ich glaube, es ist auch noch relativ lange so, dass einfach so diese Staple-Karten einfach viel besser sind. Meistens schon, glaube ich. Ja, ich... Das Problem ist, nächstes Set werde ich wahrscheinlich auch das Deck nicht viel ändern können. Also, weil ich habe das jetzt halt alles. Ich habe das jetzt alles genommen und es ist halt jetzt da. Ja, das ist ein bisschen so, wie wir haben diesen Draft ja schon mal, oder schon zweimal, glaube ich, bis zu einem einer gewissen Anzahl halt einfach privat gemacht. Und da war es auch so, in irgendeinem Set kommen ja dann die Rock, also die Gesteinsmonster. Ja. Und ich finde halt den Megafels daran übertrieben geil. Ich finde es eine der coolsten Karten rein von der Optik und so.
Deswegen spiele ich den auch im Emancipator Deck Profile. Könnt ihr auf jeden Fall auschecken auf meinem Channel. Nee, aber dann weiß ich, dass ich den gezogen habe und ganz viele Rockmonster und ich hatte ein gutes, solides Deck und ich habe alles umgebaut, damit ich die ganzen Rockmonster spielen kann. Für Megafelsdrache. Und Megafelsdrache ist, wie gesagt, cool, aber die Monster waren so schlecht und dann habe ich auch mein Deck so richtig downgegradet. Aber aufgewertet sind cool, ja? Ja, das stimmt, das stimmt. Also, cool war es dann. Auf jeden Fall. Naja, ey, auf jeden Fall. Ich habe jetzt die Führung und jetzt gucken wir mal, ob ich auf 3-3 ausgleichen kann oder ob es hier jetzt erst nochmal spannend wird. Won't you say why you're a stranger now? Geil! Jawohl, Ausgleich für mich. Ich freue mich natürlich. Ich freue mich überhaupt nicht, dass ich dir diesen Bazoo-Spasten gegeben habe. Ja, muss man echt sagen. Viel zu krass. Props an Johnny Stabs. Ja. Wirklich mega gute Karte einfach und krass, dass ich den nachträglich noch hinzufügen durfte. Ich meine, du hast zwei krasse Misplays gemacht und der gewinnt dir das Duell einfach trotzdem. Ja, ist echt so. Also, für die, die es vielleicht nicht gemerkt haben, aber ich glaube, man hat es schon gemerkt. Mein erstes Misplay war, ich glaube, das war das am Anfang, dass ich die falsche Karte zurückgegeben habe.
gegeben. Ja, ne? Mit dem Bounce den falsch auf die Hand zurück. Genau, aber das größere Missplay war tatsächlich, weil ich war mir halt nicht sicher, ob es so ist. Ich habe halt mit meiner Field, mit meiner Ausrüstungszauberkarte, ja, mit der Wiedergeburt, den Fred gewählt, um ihn zu rufen. Aber sein Effekt ist ja, wenn Zauberkarten ihn wählen, werden die zerstört. Aber ich wusste nicht, dass das auch gilt, wenn das im Friedhof passiert. So, ja. Weil er kam aufs Feld und war direkt wieder weg. Das war natürlich komplett wasted. Ich glaube, sein Effekt ist der negated Zauberkarten, die ihn wählen. Ne? Ja, irgendwie so, ja. Und stimmt, weil die ihn wählt und dann aber er ist immer noch gewählt auf dem Feld. Ja, deswegen ja, war Weißbein nicht so schlau. Ja, war nicht so smart. Hat, zum hat trotzdem gereicht, weil warum nicht? Ja, weil Bazoo einfach echt gut ist. Vor allem so im Late Game. Also er konnte sich halt jede Runde auf 1,9 bis 2,5 irgendwo pushen. Und so halt die ganze Zeit weiter Druck machen. Deswegen echt hammergute Karte. Ich kann verstehen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich früher Yu-Gi-Oh! Gespielt habe. So. Und ich weiß nicht, ob ihr Cardmaster kanntet. Cardmaster war so eine Zeitschrift, die es am Kiosk gab. Ja, da standen die Preise und so drin. Genau, damals gab es so wenig Karten, dass das noch auf ein paar Seiten hinten gepasst hat. Die Preise ungefähr. Ja. Und da stand auch drin irgendwie Bazoo, der Seelenfresser, super stark. Und ich dachte mir damals, hä, der ist doch voll schlecht. 1600, man muss seine Monster verbannen, damit der ein bisschen ATK bekommt. Hä? Aber ja, jetzt heutzutage aus so einem Competitive-Standpunkt sieht man das irgendwie ein bisschen anders. Der ist schon sehr, sehr gut. Einfach dieses kein Tribut zahlen und die Möglichkeit, über fast alles drüber zu rennen. 2,5, ey, das ist heftig. Deswegen ja auch so Karten, wie die leider keiner von uns gezogen hat, was ich ultra schade finde, hier die Infektion, die Injection Fairy Lily. Oh, ja, wunderschön. Die kann ja die Waifu-Karte. Erstens ist die mega die beliebte Karte und die kann ja quasi das Gleiche, nur halt nur bis zum Ende deines Zuges, aber die kann sich um 3000 pushen. Deswegen war die auch eine Metakarte auf jeden Fall, weil ich heftig gut. Einfach über einen weißen Drachen drüber rennen, was zu dem Zeitpunkt die stärkste Karte war, nach Torwächter, aber über Torwächter haben wir, glaube ich, genug geredet, ne? Ja. ja, deswegen auf jeden Fall Bazoo mega gut und... Ja, das Game einfach komplett entschieden. Voll. Ja, ich habe auch voll Angst vor dem nächsten Set, weil ich glaube nicht, dass ich so schnell mein Deck geändert kriege und... Ja, kann sein. Ich glaube, im nächsten Set ist ganz cooler Shit drin so, aber ja, klar, also es ist jetzt ein bisschen sehr auf dieser... Ich bin jetzt sehr auf dieser Fusionsschiene gelandet und mal gucken, wie lange. Also ich hoffe, ich krieg's irgendwie bald wieder weg oder verbessert. Das wäre natürlich noch geiler, aber... Ja, und auf jeden Fall... deswegen, ich bin sehr froh, dass ich jetzt ausgleichen konnte auf 3-3. Herzlichen Glückwunsch, ja. Ja, danke. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Uns freut das sehr, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet, weil wir machen das echt einfach nur aus Spaß, weil es so viel Bock macht und versuchen hier eine Folge nach der anderen irgendwie rauszuballern. Und ja, danke, dass ihr dabei wart und hoffentlich sehen wir uns auch nächstes Mal wieder. Haut rein, ne? Ciao.